Schluck dich. Und ich trinke mal was. Jetzt sind halt zwei da oben, ne? Das ist ein bisschen unpraktikali. Und das ist jetzt auch nicht so geil. Ja. Für die Götter! Ich bin dich immer nicht hoch! Na gut. Na gut. Nein, jetzt fangen wieder die Sklaven an zu kämpfen. Das nervt auch. Ich will die töten. Nicht töten. Verdammt. Es lief so gut. Genüsslich. Da kommen auch zwei. Warte, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich gehe mal. Ich habe ja über die Hälfte von euch getötet. Aber das ist jetzt auch gut so. Na, wo bin ich? Ach, ist das doof. Ah, da ist so ein Tyrell ist da. Wer ist denn da? Sollte es ein Kopfgeld bezahlen, ja. Warte, ich will mal sehen, wer da ist. Ah, der Unbezwingbare. Der Unbezwingbare, da bin ich mal gespannt. Okay, das haben sie mitbekommen. Dann gehe ich mal wieder in meinen Busch. Ja, wo bin ich? So. Ach genau, Kopfgeld bezahlen. Das mache ich, glaube ich, danach. 600. Das mache ich, glaube ich, danach. Was? Arbeitet für euren Dolch. Such! Was sagt eigentlich... Wieso sagt eigentlich der Söldner was? Genau, das ist er. Oh, sexy Buddy. Mega Reus, der Unbezwingbare, behauptete, nie so eine vollkommene Stadt wie Athen gesehen zu haben. Er redete gerne stundenlang in Einzelheiten über Menschen, die Küche und die Regierung, wenn ihn niemand dran hinderte oder er betrunken war. Geringer Schaden durch Attentate, zarte Fleischhörer Schaden durch Nahkampfangriff. Ja. Den haben wir doch gleich. Ah, er ist tot. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal wieder rein. Niemand darf mich sehen. Das ist ein bisschen zu spät. Ja, ich habe noch zum ersten Mal getötet, das stimmt. Aber ich kann hier nicht rein. Gut, also dann schauen wir mal.
Okay, der Söldner geht irgendwo in die Pampa rein. Das Lager dauert ja jetzt eigentlich schon ganz schön lange, aber es ist auch ein ziemlich großes Lager. Ein ziemlich großes. Und den Schatz habe ich nicht mitgenommen. Böse, böse. Gut. Also. Schlangenbogen, die nächsten Bögen werden, glaube ich, sowas von uninteressant. Okay. Itutoi? Aber du und so. Funktioniert. Eigentlich voll komisch, dass die das nicht gesehen haben. Ich komme jetzt alle zurück, ne? War noch. Wieso? Ja, egal. Die haben es halt jetzt gesehen. Gut. Ich habe nichts gefunden. Such mit der nötigen Konzentration. Wer es auch war, ist sicher lange weg. Damit werden sie nicht davonkommen. Das müssen wir uns ansehen. Haltet die Augen offen. Du hast... Ja! Ja! Entschuldigung. Ich war gerade ein bisschen angespannt, deswegen habe ich nichts gesagt. Gut, also ich hoffe, die Sklaven werden jetzt checken, dass ich die ganzen Soldaten getötet habe und sie nichts tun müssen, außer einfach nichts. So, okay, da unten ist ein Goldner. An sich könnte ich den jetzt eigentlich auch töten, ne? Guten Tag. Dein Kopf ist die eine oder andere Krache wert. Ja, das stimmt. Guten Tag, ich geh mal hier runter. Ich kann das nehmen. Wow. Ah, da hinten habe ich gerade schon gesehen, kommt der nächste. Gruppenkuschel der Söldner. Oder Klaffentreffen. Oh, hi! Wieso kämpfen die eigentlich nicht gegeneinander? Warte, Entschuldigung, warte. Ich muss noch in den Prospekt schauen. Wer du bist.
Genau, den habe ich gerade besiegt. Das ist sie, ne? Lexa, die Bildhauerin. Oh, ich will den nicht töten. Bildhauer sind cool. Tyros erfüllte Lexa, die Bildhauerin, mit der nötigen Inspiration für ihre schönsten Skulpturen. Sie waren lebensecht und eindringlich, doch niemand wusste, dass unter der Schicht aus Ton die Leichen ihrer Opfer verborgen waren. Nur so konnte sie ihre angstverzerrten Gesichter perfekt erhalten. Gut, also ich glaube, wir können sie töten. Unerschütterlich zuckt bei Einstecken von Schaden die zusammen. Okay, geringer Schaden durch Fernkampf. Okay, dann machen wir es halt persönlich. Die Vorstellung erstmal durch den Prospekt blättern. Ja. So, guten Tag. Ich dachte, du zuckst nicht zusammen. willst du auch eine Statue von mir machen? Ich denke nicht. Die macht aber sehr viele rote Angriffe. Schon wieder. Ich kann also nicht gewinnen. Alter, die hat mich einmal, also war ich davor Full Life? Ich glaube schon, ne? Hat die mich gerade mit einem One-Shot platt gemacht? Also das wird jetzt ja, nein, oder? Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Okay. Also das geht ja noch. Also das meiste wurde gespeichert zum Glück. So, also die Bildhauerin ist jetzt doppelt persönlich, ne? Erstens Bildhauerin und zweitens, Schatz. Und zweitens, hat die mich getötet. Das geht mal gar nicht. Sonst schafft das nämlich niemand. So. Alter. Sie war zwei Level über dir, aber ich glaube, du hattest nicht volles Leben. Okay. Jetzt in zwei Level über mir ist ja nicht viel, ne? Also, wir haben ja schon ganz gut Schaden gemacht. Der trägt gerade einen Toten. Oh. Aber das ist doch kein Soldat. Das ist ein Arbeiter. Oh, da drüben ist ja noch einer. Alter, die tragen jetzt die ganzen Toten dahin. Ist ja irgendwie lieb, aber auch gruselig. Kommt schon. Oh, gut. Alter, jetzt sind die gleich schon zu zweit. Nee, das überzeugt mich nicht. Wo ist denn der Kassierer-Typ? Da unten ist er. Okay, den markiere ich mal kurz.
Also einzeln, ja, einzeln gehen die schon. Du solltest es einfach zahlen. Nee, das sind 600, was? Das ist viel zu viel. 800? 840? Wie viel Geld haben wir? 18.000. Ich zahle mal. Ciao. Das Ding ist halt, jetzt dürfen wir nicht mehr erwischt werden, weil sonst wird das Kopfgeld halt wieder aktiviert. So. Aber es sind, glaube ich, jetzt nur noch 3. Weiß nicht, in welche Richtung das Pferd schaut. Halt nicht so laut. Okay, der schaut halt her. Und da sind noch 2 Pferde. Da war nicht so viel. Was machen die da unten? Ich weiß es nicht. Das war nicht für dich bestimmt, ne? Die sich irgendwie verlaufen? Ich glaube schon. Nummer 4, bitte. Gut. Solange die da unten bleiben. Was vielleicht nicht so der Fall sein wird, weil die haben schon Fragezeichen auf dem Kopf. Naja, egal. So, Nummer 1. Ja, gerne, gerne. Du hast mein Leben gerettet. Vielleicht kann ich es eines Tages wieder gut machen. Ich dachte schon, dass ich hier sterbe. Ja, Entschuldigung, hat ein bisschen gebraucht. Tut mir leid. Und hier oben sind, glaube ich, noch 2. Soweit ich mich erinnern kann. Und dann war's das, oder? Da. Die Instituto. Ich verdanke dir mein Leben. Sehr schön. Mögen die Götter über dich wachen. Dankeschön. Voll nett von dir. Terenia. Ich montiere hier zwar früh nach hinten. nur kurz hinlegen und schlafen und dann lange schlafen. Ja, aber kann ich sehr gut verstehen. Wir sind halt jetzt in diesem Alter, wo es in Ordnung ist, denke ich mal. schön, schön. Ich wollte zwar nur bis 7 machen, aber da mache ich ein bisschen länger. Dann hast du auch was davon. So, gut. Also. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Dude befreit von unserer Mutti. Sprich mit der Marine. Verbessert den Spiel. Nee, ich will jetzt liebend gerne den Kultisten machen. Aufenthaltsort derzeit unbekannt. Ja, okay, dann muss ich wahrscheinlich zuerst die Quest einfach weitermachen.
hatte. Davor werde ich hier den Aussichtspunkt aktivieren. Mit Actimel. So. Ich hänge jetzt seit einer Woche in Griechenland rum. Ja, die suchte gerade extrem und ich sehe. Ich glaube, da ist einer. Du musst nicht wegen mir Länge machen, um hier. Sehr lieb von dir, aber alles gut. Ja. Ja, wir machen einfach spontan, sage ich mal. Ich hab dann einfach voll.